Willkommen zu einem neuen kurzen Basics-Video heute von Motorreport mit der Frage, was ist eigentlich ein Bergabfahrassistent oder HDC, Hill Descent Control? Was macht die eigentlich? Wir zeigen das anhand eines Cupra Ateca, das heißt anhand des Seat Ateca oder Tiguan. Ist das überall dasselbe? Oft gibt es dafür eine eigene Taste. Hier müssen wir mit dem Drive Mode quasi auf den Berg gehen, das heißt auf Offroad, und dann ist diese Funktion aktiv. Das wird mir hier unten signalisiert mit dem Auto, was den Berg, ja, bergab fährt. Und wir haben gleich eine spektakuläre Demonstration. Wir fahren nicht nur einen Matschrankberg ab, sondern wir fahren einen sehr, sehr glatten, steilen Berg in den Schweizer Alpenberg ab, um das mal zu demonstrieren. Die Funktion ist jetzt bereit. Sie ist immer aktiv zwischen 0 und 30 km/h. Und wenn ich den Berg jetzt gleich runterfahren werde, dann werden wir sehen, wie das genau arbeitet, das System. Wir werden uns jetzt also gleich diesen Hang runterstürzen, todesmutig. Und es funktioniert so, wir sehen es gleich am Auto vor uns, dass ich einfach mit dem Fuß von der Bremse gehen kann und das Auto das dann selbst regelt. Das heißt, über ESP und ABS soll ich dann den Berg nach unten fahren und eben nicht rutschen. Ich soll genug Traktion haben und das probieren wir gleich. Also ich bin in diesem Bergmodus, das ist aktiviert. Ich sehe, mein Symbol ist da. Wir fahren schon mal ein Stückchen vor, dass wir sehen, wie es bei dem Fahrzeug vor uns aussieht. Also es geht richtig steil runter mit Schneeverwehung und dann wird es auch sehr, sehr schnell. Also ich bin schon gespannt, weil das sieht schon ziemlich todesmutig aus. Wir haben noch mal eine Stufe zwischendrin. Und dann kommt man unten an. Das probieren wir jetzt aus. Also wir sehen hier unten im Virtual Cockpit mein Symbol. Ich werde jetzt nur langsam einbremsen bis zur Steigung. Ungefähr hier. Jetzt merke ich schon, es fängt an zu regeln. Ich gehe jetzt mit dem Fuß von der Bremse und rolle einfach nach unten. Ich halte das Lenkrad fest. Wir haben noch 4 km/h. Noch sieht es ganz entspannt aus. Wir haben echt schon eine starke Neigung nach unten. Und jetzt wird es aber glatt. Und jetzt regelt das System. Also ich lenke nur ein bisschen mit. Wir rutschen über diese Stufe und ich könnte jetzt sogar ein Stück weit und ein bisschen lenken. Also das Fahrzeug bleibt noch lenkbar. Das ist der große Vorteil, dass die Räder eben nicht blockieren, sondern dass sie immer so gesteuert werden, dass sie immer noch rollen und damit Traktion behalten. Und das ist einfach, wenn ich jetzt normal gebremst hätte, wäre ich hier auf dieser Eispiste eben ziemlich gerutscht. Und das soll mit dem Bergabfahrassistenten verhindert werden. Das Ganze geht auch in einer alltagsnäheren Situation. Wir haben hier zum Beispiel jetzt im Winterurlaub oder auch in Deutschland einen zugeschneiten Weg nach unten, der ziemlich steil ist, frischer Schnee. Und wir zeigen das Ganze nochmal hier. Also ich fahre den Berg ab, mache nichts mit dem Offroad-Modus und wir sehen hier unten das kleine Symbol immer noch. Und sobald das regelt, dieser Bergabfahrassistent, blinkt es so leicht. Ich kann jetzt mal ein bisschen Gas geben, weil wenn ich jetzt Gas gebe, setze ich quasi meine Geschwindigkeit, die ich haben möchte. Gas geben. Und jetzt regelt, jetzt hat man es gesehen, das blinkt dann so leicht. Wir haben gleich nochmal eine steilere Abfahrt. Also ich bremse jetzt nicht, ich lasse ihn einfach jetzt mal laufen. Und man sieht schon, es wird ziemlich schnell, aber er lässt es eben so schnell laufen, wie ich noch Traktion habe. Jetzt hat er nochmal geregelt, man merkt es auch. Wir fahren jetzt fast 20, aber dem Bergabfahrassistenten ist das sicher genug. So viel mal kurz zum Thema Bergabfahrhilfe. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ist doch überhaupt kein Problem, ich kann das auch manuell fahren oder früher wurde das auch manuell gemacht. Das ist kein Thema, man kann das schon machen, auch an so einem sehr, sehr steilen, eisigen Hang. Wir haben es probiert und sind einmal kläglich gescheitert. Ein kleiner Lenk- oder Bremsfehler, wenn man zu fest auf die Bremse geht, reicht aus und man dreht sich und schlittert dann, wie wir, mit einer Drehung rückwärts den Hang hinunter und hat, wenn es nicht gerade abgesperrt ist, dann schnell mal auch einen großen Schaden. Die bessere Wahl ist immer die Bergabfahrhilfe und was da dann natürlich der große Vorteil ist, ist, wenn man manuell fährt, hat man 80% der Bremskraft so ungefähr in der Regel auf der Vorderachse und 20% hinten. Das heißt, es ist schlecht dosierbar, egal bei welchem Fahrzeug. Und mit dem Bergabfahrassistenten wird einfach geschickter geregelt. Er kann dann auch deutlich mehr Kraft nach hinten geben, mehr Bremskraft. Entsprechend bleiben alle Räder in Traktion, man bleibt ein bisschen lenkfähiger und man kommt einfach sicherer und mit mehr Traktion nach unten. Und entsprechend ist es immer eine gute Idee, die Bergabfahrhilfe, HDC oder welches Symbol auch immer zu nutzen, wenn es an Bord ist. Es ist im VW-Konzern ganz oft dabei, bei SUVs schon in der Serie. Manchmal kann man es dazu kaufen. Es hat eigentlich meistens keinen hohen Aufpreis, ist aber tatsächlich auch bei uns in Deutschland, wenn es mal stark schneit, wirklich sehr, sehr sinnvoll, um einen eisigen Hang runterzufahren oder einfach eine vereiste Straße, wenn man keine andere Möglichkeit hat. Wir freuen uns da wie immer auf eure Erfahrungen und danken euch fürs Zuschauen.